Grüß dich. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Kaufreue in einer weiteren Folge Ludoki Q&A. Ich bin Tarek Abulela von der Ludoki GmbH und Kai hat uns diese Frage rübergeschickt. Danke Kai für diese Frage, weil es ist eine spannende Frage. Kai wollte nämlich wissen, wie vermeide ich es denn, dass der Kunde nachher den Kauf bereut und womöglich noch den Auftrag storniert. Und ich glaube, das hassen wir alle. So Stornos sind echt nervig. Und wir hatten vor einiger Zeit mal einen Artikel zu dem Thema geschrieben, Thema Kaufreue. Und da haben wir 5 Punkte angesprochen, wie Kaufreue entsteht und wie man sie vermeiden kann. Ich pick mir mal einfach 3 Punkte daraus. Punkt Nummer 1 ist zu pushy. Also zu viel Druck. Das wissen wir, Gesetz aus der Physik. Aktio gleich Reaktio, also Druck erzeugt Gegendruck. Und es kommt manchmal aus so einer alten Denke heraus, so das Thema Rucksackverkäufer. So nach dem Motto, anhauen, umhauen und abhauen. Und ich glaube, das funktioniert heute nicht mehr so gut. Zumindest nicht nachhaltig. Heute sind wir alle angewiesen, Verkaufsorganisationen, Verkäufer, auf nachhaltige Kundenbeziehungen. Und jetzt denkst du vielleicht, naja gut, ich verkaufe dem Kunden genau einmal was und dann sieht er mich nicht wieder. Ja, das mag so sein. Und gleichzeitig durch das Internet und die sozialen Medien ist ja der Markt sehr transparent geworden. Und wenn der nicht einverstanden war mit der Art, wie du verkauft hast, dann erfahren das andere Leute. Und damit machst du deinen Job ja nicht gerade einfacher, sondern eher schwerer. Ein weiterer Punkt ist eine fehlende oder unzureichende Bedarfsermittlung. Ja, Bedarf des Kunden. Das hat was mit Fragen zu tun und mit Zuhören. Hängt auch ein bisschen so mit dem ersten Punkt zusammen. Manche Verkäufer neigen ja dazu, so eine Art Verkaufspräsentation zu machen. Finde ich schon ein schwieriges Wort. Verkaufspräsentation. Das heißt, da wird ja nur was präsentiert. Verkaufen läuft ja eher so im Dialog. Das hat was mit zu tun. Ich höre zu, schau mal, was sind die Motive meines Kunden, was braucht er überhaupt? Und dann bediene ich diese mit der Lösung, wenn sie passt. Da mache ich nicht zu wenig und auch nicht zu viel, weil über den Bedarf hinaus verkaufen macht ja im Nachgang auch ein schlechtes Gefühl. Wenn dich das interessiert, wir haben da vor kurzem ein Video gemacht zum Thema Kaufmotive. Und der dritte Punkt ist sowas, was ich ganz, ganz schade finde. Weil ich nenne das kurzfristiges Engagement. Was heißt das? Wenn du dich interessierst, was zu kaufen, dann ist dieser Verkäufer on fire. Dann gibt der Vollgas, der gibt die Extrameile für dich, der ist immer erreichbar. Du musst nur daran denken, dass du ihn eigentlich anrufen möchtest noch, dann ruft er plötzlich an. Alle E-Mails werden beantwortet, der ist super freundlich. Und an dem Tag, an dem du den Vertrag unterschreibst, ist der wie weg. Tot. Nicht mehr greifbar. Und das ist schade. E-Mails werden nicht mehr beantwortet. Dann kriegt man so ein bisschen das flaue Gefühl im Bauch. Und dabei geht es ja nach dem Verkauf erst richtig los. Dann fängt nämlich der Service an und die gute Chance, den Kunden zu einem echten Fan zu machen. Ich hoffe, Kai, da waren ein paar Inspirationen für dich mit dabei. Viel Spaß bei dem Video und auch bei dem Artikel. In dem Sinne, viel Freude beim Umsetzen. Sondern sie erwähnt es so nebenbei und die Leute vermachen das. Denn das Jahr redet da auch.